zweiten Teil beim Thema Ich lerne Karate. Es geht um den Stand Zenko Tsudachi und den wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Dafür benutzen wir auch den Spiegel hinter uns und ich werde zwischendrin ein Blatt Papier benutzen, was uns hilft, richtig zu stehen. Zenko Tsudachi ist die Stellung, die meistens am Anfang gebraucht wird. Wir gehen von einer geraden Stellung aus, Haikurachi, wo die Füße genau parallel stehen, schulterbreit. Also die Fersen sind dabei der Punkt, wo drauf geachtet wird. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, stelle ich mich wieder hin, dass der vordere Fuß zeigt nach vorne, der hintere Fuß zeigt leicht schräg, aber auch nach vorne. Die Fersen sind immer noch im schulterbreiten Abstand. Meiner Meinung nach ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Fuß vorne gerade zeigt und nicht nach innen gedreht, wie es oft. Gerade hält die Muskulatur die Position. Wenn ich nach innen drehe, gehe ich über die Gelenke. Ist nicht so gut fürs Knie. Dann, als nächstes, wenn ich vorwärts gehe, bewege ich mich mit einem Halbkreis, einer Halbkreisbewegung nach vorne. Das Knie bleibt jetzt vorne stehen. Egal wie ich den Körper bewege, ihr müsst darauf achten, dass das vordere Knie eine stabile Position behält und etwa über dem dicken Zeh steht. Diese Position behalten. Das hintere Bein ist in der Grundstellung erstmal gestreckt. Es kann aber auch später vorkommen, dass da ein leichter Knick drin ist, um den Druck nach vorne zu haben für den nächsten Schritt. Darauf achten. Jetzt solltet ihr mal versuchen, in der Position euch vorwärts zu bewegen. Das Knie bleibt stabil. Ich bleibe auch von der Höhe her stabil. Gehe nach vorne. Und noch einen Schritt. Und rückwärts geht es gleich. Der Fuß vorne wird gerade gestellt, das Knie steht über dem dicken Zeh. Vorderes Knie ganz stabil halten. Und rückwärts gehen. Zu Beginn kann man ein Blatt Papier nehmen als Hilfsmittel. Das lege ich auf den Boden vor mich. Und jetzt kann ich mich ein bisschen daran orientieren, wie ich stehe. Der vordere Fuß steht vor dem Blatt Papier. Der hintere Fuß steht hinter dem Blatt Papier. Und die Fersen sind so weit auseinander, dass sie nicht in dem Bereich des Blatt Papiers stehen. Damit habe ich einen ziemlich guten Stand und eine ziemlich gute Position erreicht. Das gleiche auch mit dem anderen Fuß. Nach vorne. Ich stehe mit der Ferse vor dem Papier und hinten mit dem Fuß hinter dem Papier. So, dass hier, wenn ich hier eine Linie malen würde, oder hier, das Papier nicht getroffen will. Das gleiche mit der Ferse nach hinten oder nach vorne, dann liege ich so, dass das Papier genau dazwischen liegt. Dieses Viereck kann man als gute Hilfe dabei nehmen. Was ich auch machen kann als nächstes, ist, um schnell zu reagieren, hochspringen und direkt hinstellen. Stehen, stehen. 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 Wie die Arme sind, spielt erstmal keine Rolle. Stehen. Stehen. Und immer auf das vordere Knie achten, dass es direkt stabil bleibt. Vorderer Fuß vor dem Blatt, hinterer Fuß hinter dem Blatt, schulterbreit auseinander. Um tief genug zu stehen, gibt es ein weiteres Hilfsmittel. Die meisten von euch werden einen Faustschützer haben. Ich stelle mich mit einem Bein nach vorne. Den Faustschützer lege ich auf dieses Bein und er sollte nicht runterfallen, wenn ich ihn loslasse. Dann habe ich eine relativ gute Tiefe und Fuß gerade. Dann merke ich das schneller in der Muskulatur, dass die arbeitet und nicht ich abgestützt werde über die Gelenke. Gleiches Spiel mit dem anderen Fuß machen. Stehen und alles prima. Worauf wir noch achten sollten ist, wenn ich mich hinstelle, grundsätzlich den Bauch leicht reinziehen und die Schulter nach hinten unten und die Pobacke zusammenkneifen. Dadurch habe ich einen sehr guten Kragenstand. Nicht nach vorne hängen, Schulter nach hinten, Bauch nicht nach vorne, Bauch leicht reinziehen. Und die Pobacken zusammenkneifen, so dass ich stabil stehe. Und dann kann ich wieder meinen Faustschützer auf den Oberschenkel legen, nehme die Beine weg und versuche die Position zu halten. Denkt dabei auch immer wieder an die Schulter, dass die auseinander steht und der Blick nach vorne. Und jetzt könnt ihr von hier aus wieder einen Schritt nach vorne gehen. Den Schützer auf den Oberschenkel legen, stabiler Stand, ruhig. Als nächstes gibt es noch zwei verschiedene Versionen vom Zenko.
Kusudachi, der auch in verschiedene Katas vorkommt. Es ist bei den einfachen Katas am Anfang eine gute Länge, so dass ich tief genug stehe. Es gibt aber auch den Senkotsudachi in halber Länge und im höheren Stand. Gerade im Shito-Ryu oder Bushu-Ryu kommt er öfter vor, dass ich höher stehe und kompakter stehe. Zum Beispiel bei Bewegungen nach oben, bei der Haarlocke oder anderen Bewegungen kann das sinnvoll sein. Das auch im Wechsel versuchen. Als nächstes, worauf wir achten müssen, ist, während des Schritts vorwärts gehe ich in einem Halbkreis mit dem vorderen Bein. Ich lasse den Fuß also nicht nur nach vorne fallen, ich gehe runter und der Fuß, der nach vorne geht, macht einen Halbkreis am Boden und stellt sich in die Position. Auch am Vorwärtsgehen, ich bewege mich an den anderen Fuß ran und bewege mich wieder in die schulterbreite Bahn. Ich bewege mich an den Fuß ran und wieder in die schulterbreite Bahn. Darauf genau achten und dann dürft ihr wieder versuchen, das Ganze schnell hinzukriegen, weil es geht ja auch immer um Schnelligkeit. Hinteres Bein, schnell nach vorne. Hinteres Bein im Halbkreis, schnell nach vorne. Was wichtig ist, ist die Dehnung beim Senkotsudachi, speziell für den hinteren Fuß. Der hintere Fuß steht sehr weit gebeugt nach vorne. Und oftmals hat man das Problem, dass die Ferse da nicht mitmacht und nach oben steht oder der Fuß so zur Seite steht. Das versuchen zu vermeiden. Dafür gibt es Dehnungsübungen, die man machen sollte. Ein Beispiel wäre, die runter auf den Bulle, gehe die Beine hoch, einmal strecken, den anderen Fuß hinten drauflegen und ich bewege mich langsam nach vorne und versuche immer die Ferse auf dem Boden zu halten. Wieder zurück und wieder vor. Immer die Ferse auf den Boden drücken. Zurück, der andere Fuß, Ferse auf den Boden drücken und nach vorne. Immer die Ferse hinten auf dem Boden halten. Der Fuß, die Zehenspitzen zeigen nach vorne. Und wieder zurück. Das immer wieder versuchen. Als weiteres, für die Dehnung auch interessant, sitzen, den Fuß greifen und zu sich hinziehen, so dass die Ferse vom Boden abhebt. So dass die Wade gedehnt wird. Mit dem anderen Fuß das gleiche. Der Oberschenkel liegt noch auf dem Boden, aber die Ferse ist weg vom Boden. Der Oberschenkel ist hier fest, aber die Ferse ist hoch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr könnt mit dem Senkotsudachi was anfangen. Schreibt mir Kommentare unten drunter, wenn euch noch was einfällt. Und nicht vergessen, abonnieren. Und tschüss. Thank you.